Hacker machen inzwischen nicht nur großen Firmen zu schaffen. Auch kleinere mittelständische Betriebe sehen sich immer mehr den Angriffen ausgesetzt. Grund genug, dass sich Stadtmarketing-Geschäftsführerin Stefanie Kismar für die heimische Wirtschaft damit beschäftigt. Dass wir da die Bekämpfung von Datenmanipulationen und auch digitalen Wirtschaftsspionagen mal auf, arbeiten durch Herrn Zimmer. Der Mendener Carsten Zimmer ist einer von wenigen, der den Cyberterroristen auf die Spur kommen kann. Er arbeitet für die Polizei, das BKA, den Bundestag, aber auch für jede Firma und den Privatmann. Ich stelle mich zur Verfügung in der Hinsicht, dass ich den Balver Unternehmen dabei behilflich bin, präventiv zu wirken im Bereich der Absicherung ihrer digitalen Infrastruktur. Digitale Spionage ist im Balver-Raum zwar noch nicht bekannt, Erpresservirus aber schon. Ich habe zwar zwei Firmen hier aus Balve, die von der Angriffswelle des letzten Virus aus der vergangenen Woche die Bewerbungs-E-Mail erhalten haben. Bearbeite ich zwar, beziehungsweise denen habe ich dabei geholfen, die Systeme zu sichern, dass die ihre Daten wieder haben. Aber sonst konkrete Fälle in der Hinsicht, dass die von digitaler Wirtschaftsspionage betroffen sind, ist bisher im Balver nicht. Nein. Aber es wird sich, hat die Vergangenheit gezeigt, in der Zukunft stark anhäufen, dass Unternehmen im Bereich der Cyberspionage ausgehorcht werden und das Gut, das digitale Gut der Unternehmen geklaut wird. Die Unternehmen meinen, wir sind abgesichert, sind die Firewalls. Das heißt, die Mechanismen, die dafür sorgen, meine Mitarbeiter dürfen, wenn sie im Internet surfen, dürfen sie raus. Es darf keiner rein. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Firewalls so dermaßen löchrig programmiert sind, eingestellt sind, dass das ein weiterer Angriffspunkt für die Cyberterroristen sind. Meine Mitarbeiter in meinem Unternehmen sind das größte Einfallstor überhaupt. Die Viren, die in der Vergangenheit wie Locky und Co. oder jetzt die Bewerberangriffswelle, passiert einzig und allein dadurch, dass ein Mitarbeiter unsachgemäß eine E-Mail öffnet und in dieser E-Mail ist in dem Moment ein Programm enthalten, was sich selbstständig installiert und einen Virus freisetzt, der dann weitere Schadsoftware aus dem Internet herunterladen kann. Wenn ich meinen E-Mail-Client zum Beispiel öffne, habe ich in dem oberen Bereich, welche E-Mails überhaupt angekommen sind, die ungeöffneten E-Mails. Und im unteren Bereich sehe ich eine Vorschau. Es geht nicht um diese Vorschau, sondern es geht explizit darum, wenn ich den Anhang öffne, eine sogenannte ZIP-Datei, eine Bilddatei, eine PDF-Datei, öffnet sich im Hintergrund automatisch ein weiteres Programm, was in diesem Anhang versteckt ist. Und der installiert sich im Netzwerk lokal, im Netzwerk, auf dem Server. Über ein Virus im System können nicht nur Daten ausspioniert werden, sondern auch Produktionsabläufe manipuliert und sabotiert werden. Die digitale Forensik dient der Untersuchung von Vorfällen an Systemen, die digitale Daten bearbeiten können, mit dem Ziel, den Tatbestand gerichtsverwertbar festzustellen. Bei diesen Tatbeständen handelt es sich um Hackerangriffe, Sabotage, Datendiebstahl, Wirtschaftskriminalität oder Ähnliches. Die Balver Firmen und Privatleute können jetzt der Zusammenarbeit des Stadtmarketing mit Carsten Zimmers CSI Menden sicher sein.